Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Mitten in der Action wieder hier. In der letzten Folge haben wir die USS Constitution mal wieder gesehen. Wir haben uns zu einem Lieutenant hier befördert und uns eine coole Kapitänsmütze gegeben. Und jetzt sind wir hier mitten im ein Kaufhaus, das irgendwie unter diesem Supermutanten-Rathaus ist. Und in der Nähe irgendwo. Und ja, ich lasse mal die Tür da verschlossen und kümmere mich erstmal um den Turm hier, der mich letztens getötet hat. Da. Ich würde sagen, welches mag. Stefan, der Pammer, der so viel aushält. Oh, Deacon, du bist. Wie kommst du schon wieder eher hier hin als ich? Jetzt stehst du wieder ehrlich. Aushalten. Warte mal. Ich vergaß. Oh. Ach nee, ist nicht. Hau ihn. Alter, was ist da schon wieder los? Oh, ich hab Granaten. Bis die. Wow, was? Wir ziehen die ab auf einmal. Ja, scheiß auf ausweichen, ne? Sein Bizeps hält die Kugeln auf, oder wie? Frisst den. Was? Wie viel? Bring mich nicht meinen fetten Mann rauszuholen. Na Gott. Welche Waffe könnte ich denn benutzen noch? Gar nicht so eine Auswahl gerade. Ob die was bringt. Vielleicht sind die ja irgendwie gegen Laserwaffen so anfällig und bekommt deswegen wenig. So, ich muss ja mal ein paar Minen hier auch mal benutzen. Also, guck mal, ja. Ja, komm, komm. Oh. Ist die. Warnung, Reparatur ist dringend erforderlich. Meine Güte, was ist denn hier los? Was? Hab ich auch zum ersten Mal. Explodierst nicht, oder? Stahl. Mal gucken, ob er gibt die Stahl. Nö. So, wow. Ja, Stahl. So, wenn das hier nicht irgendwie eine Wackelpuppe oder ein Magazin wert ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Ich hätte viel verlangen oder so, ne, aber ich möchte schon was haben. Ja, auf jeden Fall ein legendärer Raider, welcher jetzt nicht mehr da ist. Warte mal, habe ich im ganzen Haus die Dingens hier aktiviert? Oh, Deacon. Deacon, pack deine Nippel ein. Deacon, bitte zieh dir etwas an. So, kann ich das hier aufschließen? Immer noch über 100. Ich glaube, das wird kein einziges Mal im Display passieren, dass ich unter 100 H-Klammern habe. Erst wenn ich irgendwie 10 meisterhaft verschlossene Schlösser auf einmal knacke. Warte mal, komm, die Schraubenschlüssel. Die geben Stahl. Damit ich wieder schön Dingens bauen kann, Geschütztürme, wenn mir die ganzen Siedlungen nicht die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Okay.
Ja, jetzt ausschalten bringt auch nichts mehr. So, wo ist der legendäre Raider? Hier war irgendwo ein legendärer Raider. Ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht tot ist. Oh, hallo. Experte. Hahaha, ja. Sollen wir vielleicht angewöhnen, ein paar Minen und so mitzunehmen, so gegen Roboter? Oh, ich habe immer so wenig Platz. Ich glaube, das ist das nächste, was ich aufleveln werde. Stärker Rücken. Wenn ich irgendwie so 50 Sachen mehr ertragen kann. Oder irgendwie sowas. Pro Skill. Okay, da geht's zum Dach. Warte mal, hier ging es doch noch irgendwo hin. So, die muss jetzt mal anziehen. Hey, ja? Nippel dürfen auf YouTube nicht gezeigt werden. Schon sagen, die Sonnenbrille hatte die Sonnenbrille an. Ja, ne? Ich habe nichts an, außer eine Sonnenbrille. Nichts. Und Socken. Okay, dann gehen wir mal aufs Dach, nehme ich an, obwohl hier noch Gegner sind. Warum denn nicht? Ah, sehr schön. Wollen wir auch irgendwann mal hin. Mass Fusion. Habe ich doch schon mal gehört. Und noch die zum Ziehen benötigte Zeit. Okay. Also, meine Waffen wiegen immer eine Tonne, weil ich immer nur die besten Sachen da reinpacke. Dementsprechend sind die auch immer am schwersten, aber ich merke jetzt nicht so einen Unterschied. Ich bin sowieso ein lausiger Schütze. Kannst du bei einer Angriff ausführen? Ja, da gibt es auch noch so eine Fähigkeit. Mehrere kritische Treffer, wo ich, glaube ich, einen noch sparen kann, nur zwei. Erstmal wird Ninja wieder aufgeballert wegen den besseren Schleichangriffen. Die werden auf Dauer, glaube ich, sehr, sehr gut. So. Nein, verdammt. Okay. Aber bitte sag mir, wir können von hier aus hier auf diese Bahn gehen. Nein, das gibt's nicht. Was? Alpha Todeskrall? Nein, nein, nein. Warte mal, ich hab den Big Boy. Er kriegt mich hier oben nicht, ne? Pech für dich. Wo kam die her? Sorry, Degen. Hört das schon aus, ne? Ja, guck mal, wie er hat weggesteckt. Mal, schon wieder diese verdammte Kralle. Hey, hast du gerufen? Immer diese verdammte Kralle irgendwie, die mir die ganze Zeit die ganzen Gewichte wegnimmt. Ja, aber ich kann nur noch eins tragen, super. Nimm mal irgendeine Klamotte oder so. Nein, das gibt's nicht. Hier, weg mit dem Teil und dafür das hier, so. Hier. Okay, eine Toastkralle auf dem Dach eines Geschäftes. Warum nicht? Aber jetzt kann ich hier hin. Yay. Sehr schön. Da wollte ich gar nicht mehr aufnehmen nach diesem Part. Ich glaube, wird sich
doch ändern. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr hier hoch, wenn ich da untergehe, deswegen gehen wir mal da runter. Ach, jetzt bin ich sogar hier, perfekt. Ja, genau an dem richtigen Ort. Boah. Ich dachte schon, irgendwas zerbricht unter mir. So, dann kann ich ja die eine Mission mal wieder anmachen. Ach, das ist sogar hier. Perfekt. Oh, was? Ja, nicht mit der Waffe. Wer so am Ende des Gangs gewartet hat. 12 Uhr nachmittags. Fristert. Doch, Mann. Wo ist Beacon? So, und noch kritischer Treffer. Bin in die Fressvisage. Entfernt. Yay. Wenn mal so eine Planke so perfekt da steht, ne? Ja, da jetzt kriege ich Impuls. Minen. Das ist sehr geil. Okay. Das ist ja nichts. Und eigentlich nur von so einem Typen hier wacht und von der Todeskralle. Nur eine Todeskralle. Okay. Okay, Degen. Wo bist du? Jetzt kann ich auch mal hier runtergehen, genau. In diesem ein Gebiet. Oh nein. Man kommt gar nicht so dahin. Ich dachte. Ja, da kommt man irgendwie da hoch. Oh, Degen, wo bist du? Was noch am Leben, nachdem ich die Mini-Atombombe geworfen habe. Bist schon. Wahrscheinlich konnte man die Autos hier alle anzünden und zum Explodieren bringen. Aber wozu, wenn man einen Mini-Atombombenwerfer hat? Der 10 Dinger auf einmal wirft. Ja. So. Weil was geht, ne? Schon sagen, das sah jetzt irgendwie so aus, als könnte ich ja nicht weiter. Ach. Schau mal an. Ich auch da hinkommen können, geil. Aber man kann ja nicht alles haben. Wie schön. Na, wird schon wieder knapp mit dem. Mit dem Zeugs, den ich schleppen kann. So. Ich will jetzt wieder hier raus, ehrlich gesagt. Wenn das doch nur Missionen zulassen würde, um Menschen zu helfen. Oh ja, machen wir so. Teleportieren wir uns einfach zu diesen Typen hin.
So, jetzt werde ich von denen auch angegriffen, ne? Irgendwie vom Institut. Keine Ahnung. Weiß nicht genau, was ich gemacht habe, um die zu verärgern, aber jetzt kommt der schon wieder auf. Wir haben gerade vieles sonst im Spiel. Das macht die Sache echt gefährlich. Willst du eigentlich von mir? Bin ich irgendwie dein persönlicher Held oder was? Steh auf, ich habe Zeugs gemacht. Hey. Der letzte Mila sendet brauchbare Daten aus dem Commonwealth. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen... Kann ich sogar noch einen Part schaffen. Wenn du was für unterwegs brauchst, der Laden hat geöffnet. Was heißt, wir aber doppeltes? Sag mal, was du so hast. Alles klar. So. Commonwealth Bank. Ja, das habe ich noch nicht. Und das ist... Plasmagewehr. Oh. Und ich habe viel Geld, merke ich gerade. Oh, die kann jetzt auch noch viele Klamotten, aber... Oh, du hast gar nicht mehr so viel. Gut. Also auch keine Sache, die ich gebrauchen könnte. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Zumindest nicht bald. Auf mich zu stalken. Du solltest dich mal mit Radaway durchspüren, bevor dir die Haare ausfallen. Okay, versuchen wir mal, ob wir noch gebacken kriegen. Warum wieder auf? Ist er schon wieder hier irgendwo? Flanol Hall. Weil es sind immer irgendwelche Orte, wo man irgendwie nicht so natürlich hinkommt, merke ich gerade. Wo ich die Dinger aufbauen muss. Bitte sagt mir, die Missionen sind begrenzt. Ich kann die kaufen, diese Mila-Dinger, deswegen habe ich das Gefühl, die wir sind unbegrenzt. So ein Dreck. Sobald aber der Punkt gekommen ist, wo ich schon alle Sachen, also alle Siedlungen und so hab und alle Gebiete gefunden hab, kann das Level-Grinding irgendwie beginnen. Wird wie blöde gelevelt. Aber dauert noch ewig, habe ich das Gefühl. So. Wo ist es? Wir ja wohl noch irgendwie schaffen heute. Oh, hier. Hier bin ich noch nie durchgegangen, glaube ich. Geschafft. Was? Oh, was? Ich werde dich finden. Bams. Damit Mila wird heute nichts. Komm mal da hin. Michael 3, ja. Und du kriegst den kritischen Treffer ab. Oder auch nicht. Ja, jetzt habe ich so. Wie kann man nur einen Kopf so sauber abtrennen? Hätte ich mit einem Messer um mich geworfen. Na, da ist die Bank, okay. Das heißt, da muss ich rein. Da komme ich wahrscheinlich irgendwann da oben an. Warte mal, Stahl. Schaltkreise brauche ich auch manchmal. Der Quantum. Oh, ganz viel. Ja. Was nehme ich denn jetzt? Den Aufzug oder Dingens? Nehmen wir hier hin. Commonwealth Bank. Müsste ja dann, wenn ich mich da durchkämpfe, irgendwo sein. Also ich hoffe nicht, in dem Partner schaffe. Ich habe noch 10 Minuten ungefähr. Und du siehst aus wie der letzte Ort, wo ich war. Also der Anfang schon mal. Ja, du kommst von oben, ne? War ich ja nicht auch schon mal drin in so eine Bank? Ich kann mich an so einen Tresorraum mal erinnern, wo ich schon mal war. War diese Bank hier? Das wär's.
Der Typ schickt mich aber auch nur zu so Sachen, die nicht auf der Karte markiert sind. Bin ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Keine Gegners. Ich glaube, hier war ich doch schon mal, oder? Oder auch nicht. Oder doch, weiß ich nicht. Doch, hier war ich, glaube ich. Da war ich, glaube ich, schon mal drin, ne? So, Deacon. Bewundere mich. Primitive. Na, so. Aber wenn die Sachen da wieder neu gespawnt sind. Also. The big one. Und ja, die sind wieder neu. Geil. Viel Vorkriegsgeld. Und viel Saves. Na. Ja. Was haben Munition? Also was? Wollte schon wieder nicht Munition kaufen auf Screen. Werde ich nie machen. Nie. Ja. Ja, knapp mit dem Platz. Spielzeugraketen kann ich nicht mitnehmen. Hey, was ist los? Nimm die Spielzeugraketen mit. Du sollst sie eigentlich mitnehmen. Schnapp's dir. Gern doch. Gut. Ich hoffe, er wird es mir jetzt hier so vor die Füße werfen. Da hast du. Oh. So viele Saves. Geschafft. Gut. Weiter. Finanzbezirk, warte mal. Jetzt oben, ne? Ja, also bist doch jetzt. So, und jetzt komme ich einfach hier raus und triff direkt dieses Mila-Ding, ne? Wo ich das abstellen kann, ne? So ist das doch jetzt, oder? Oder? Also, es kam schon. Komm schon! Fast. Oh nein, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich bin immer durchgefallen. Böse Erinnerung. Bin ich sogar mein Best-Offs? Weiß ich nicht. Ich glaube sogar nicht. So, okay, ja, hier waren wir schon mal. Was ist das nur so weit? Noch ein Tür? Ich soll doch für Bank drauf tun. Wir sind doch schon von der Bank vorbei. Boah. Was? Hä? Wo ist der Aufzug nochmal? Ich glaube, ich nehme den Aufzug. Ich glaube, der geht nicht bis ganz nach oben dahin, ne? Sag mal, ich soll zur Constitution hingehen. Ist der Grashüpfer wieder hier? Wo war der nochmal? Irgendwo da, ne? Ja, der ist weg. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hatte den mal. Warte mal, da ist auch noch ein Aufzug. Da wird er wohl nach oben gehen, oder? Das klemmt. Ja. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Mhm.
Aber da kann man irgendwie hin. Das ist ein Aufzug. Und sagt er mir, ich soll jetzt da lang gehen? Verstehe ich jetzt nicht. Kann auch da lang gehen. Ja, keine Ahnung. Wird vertagt, nehme ich an. Was aber eine schöne Aussicht hier, ne? Es hat eine schöne Aussicht. Wir machen einen kleinen Spaziergang, ja. Auf der Autobahn. Wer weiß, wo uns das hinführen wird. Also hier zum Beispiel. War ich ja schon mal? Oh, okay. Ist noch höher, danke. Wieder zurück. Oder auch nicht. Nein, ich hab's geschafft. Schon wieder dieser Fehler. Ist doch bekloppt. Dann gehen wir mal da lang. Da geht's auch nochmal irgendwo lang. Alter. Das ist das schon wieder. Jetzt rauf und runter überall. Ja, die sind gerade angepackt. Waren die schon vorher da? Also vor dem Krieg. Immer mache ich mal so. Oh Gott. Schon wieder so ein Gerüst hier. Oh, guck ich mal, wie viele Gegner da sind. Nee. Nee. Tschüss. Gut. Immer manchmal so ein paar tun wir uns nur auf Autobahn rumbewegen. Einfach nur zu gucken. Die Aussicht zu genießen. Und was auch immer. Ich will nochmal den Sprung versuchen. Komm. Okay. Nein, nicht. Gut, dann beende ich den Part hier. Und mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen werden. Ich werde schon irgendwas finden. Ist nicht so, als hätte das Ödland hier keine Option oder so, ne? Ich glaube, wir tun mal dieses eine Ding, was ich letztens notiert habe, da auf der Karte absuchen. Das sollten wir auch mal irgendwann machen. Jedenfalls, ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.